Ich bin am Scheideweg zwischen Wachsein und Traum. Ein Pfad führt zu der Welt zurück, die ich hinter mir ließ. Der andere Pfad. Der andere Pfad führt zu einem Ort der Schatten. Zwischen dem Vertrauten und Unbekannten, zwischen Gewissheit und Zweifel, fällt meine Wahl eindeutig aus. Jeder geistig normale Mensch würde sich umdrehen und zur normalen Welt zurückkehren, vergessen, was er gesehen hat, und sein Leben in gnadenvoller Unwissenheit weiterführen. Doch in Wahrheit ist es zu spät. Meine Wahl habe ich vor vielen Jahren getroffen, als ich diese Reise antrat. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich bin an einem Scheideweg, aber für mich gibt es nur einen Pfad. Ich lasse diese Worte in der Hoffnung zurück, dass sie eines Tages jemandem als Leitfaden dienen werden. Wer auch immer dies lesen mag, Gott sei mit dir auf deinen Wegen. Wenn du dich jemals entscheidest, in meine Fußstapfen zu treten, dann schau bei mir vorbei. Brian Westhouse. Wir sind bereit, Reisender. Deine Reise beginnt. Folge mir. Das Leben eines Lamas ist so hart wie ihre Betten. Ich habe die Mönche gebeten, auf mein Journal aufzupassen. Hoffentlich erleuchtet diese Reise jemand anderen. Wohin ich gehe, brauche ich keinen Rucksack. Das sind Mani-Räder. Sie haben den Aufdruck des Mantra Om Mani Padme Hum. Es ist ein Segen. Sie müssen mich bemerkt haben. Sie haben aufgehört zu flüstern. Die Vorbereitungen sind fast fertig. Das Ritual kann bald beginnen. Er meditiert. Ich sollte ihn besser nicht stören. Das Ritual ist bereit. Steig auf das Podium, Reisender. Er wartet, dass ich in den Kreis gehe. Bitte, Reisender, steig auf das Podium.
Was machst du hier? Du darfst gar nicht hier sein. Es wird dich finden. Was zum... Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Wie bist du hierher gekommen? Schnell. Du kannst hier nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie ich von hier wieder fort kann. Es ist hier. Was hast du getan? Was hast du nur getan? Was meinst du? Was? Das Ungeträumte. Gott, was ist das? Was? Nein. Nein. Nein! Es heißt, jede Geschichte habe einen Anfang und ein Ende. Das mag in den meisten Fällen richtig sein, manchmal jedoch sind Anfang und Ende ein und dasselbe. Mein Name ist Zoe Castillo. Normalerweise bin ich nicht so blass, aber so sieht man nun mal aus, wenn man im Koma liegt. Das ist mein Vater Gabriel. Ich bin alles, was er in dieser Welt hat. Meine Mutter starb vor 15 Jahren und ich habe keine Geschwister. Ich denke, er wird sehr einsam sein, wenn es mich nicht mehr gibt. Ich wünschte, ich könnte nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen, ihn wissen lassen, dass alles okay ist. Aber das wäre eine Lüge. Das Einzige, was ich sagen könnte, wäre, leb wohl. Da ich in diesem Bett liege, aber trotzdem zu euch sprechen kann, muss dies wohl so etwas wie eine außerkörperliche Erfahrung sein. Ich bin nicht sicher, ob ihr mich hören könnt, aber ich habe kürzlich Erlebnisse mit Stimmen aus dem Jenseits gehabt und somit gebe ich diesem hier eine Chance. Schlimme Dinge sind passiert und jeder, der die Wahrheit kennt, ist entweder tot oder vom Angesicht dieser Welt verschwunden. Falls ich zu jemandem durchkomme, zu irgendwem, kann vielleicht etwas getan werden. Wenn ihr mich also wahrnehmen könnt, bitte hört zu. Dies ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht ist es das Wichtigste, was es je gab. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt das älteste Klischee der Literatur benutze. Alles begann damit, dass... diese unglückliche Kuh zum Implodieren gebracht. Ryan? Ein würziger Fleischklops. Irren ist menschlich, aber vergeben ist rindlich. Mir gehen langsam die Kuhwitze aus, Leute. Danke, Diane. Die Stasis war heute Morgen für eine Massenkarambolage auf dem Crosstown Express verantwortlich, wobei eine Person umkam und 5 verletzt wurden. Zeugen berichteten, dass ein Warentransporter den Kontakt zum Netz verlor und die manuellen Systeme versagten, die Steuerung zu übernehmen. Das führte zu einer Kollision. Dieser Unfall deckt sich mit einem Bericht der CTU, der mit absoluter Sicherheit behauptet, dass die Stasis von starker Sonnenfleckenaktivität herrührt. Dem Bericht wurde bereits heftig widersprochen von einigen... Zoe! Was war das? Muss irgendeine Virus-Werbung gewesen sein. Cricket kommt wieder heim, Leute, und die Critters hauen alle um, als gäbe es keinen Morgen mehr. In den Opening Innings sind die superschnellen Kasavi mit allem Feuer und aller Kraft durchgestartet. Nette Sache, Ryan. Zoe, hier ist eine Nachricht. Mein Handy piept. Kein Grund für drastische Maßnahmen zurzeit, Diane. Die Gastmannschaft schlug Löcher in die Luft und konnte nur noch verzweifelt hoffen, als unser Angriff ihre Spitzenposition unter Beschuss nahm.